dicke Wälzer sollte ursprünglich eine Kurzgeschichte werden für eine englische Zeitung. Doch der Autor Steve Tolls hat sie zum Glück nie abgegeben und hat 5 Jahre weiter daran geschrieben. Und herausgekommen ist dieser mächtige, prächtige, großartige Roman Vatermord und andere Familienvergnügen von DVA. Zugrunde liegt dem Ganzen eine Bruderrivalität. Terry und Martin Dean heißen diese Brüder. Terry schlägt schon bald eine kriminelle Laufbahn ein. Er ist ein Mörder, er landet im Gefängnis. Aber er ist auch so etwas wie ein Verbrecherheld. Die Bevölkerung sympathisiert mit ihm. Sein Bruder Martin ist das ganze Gegenteil. Er ist ein Moralist. Er ist auch ein Wohltäter, aber er ist einfach nicht beliebt. Erzählt wird die ganze Geschichte von Jasper Dean. Und Jasper ist der Sohn von Martin, dem Langweiler. Jasper schwärmt natürlich für seinen coolen, mörderischen Onkel. Und so haben wir gleich das nächste Problem, nämlich ein sehr kompliziertes Vater-Sohn-Verhältnis. In diesem Buch stehen so viel schreckliche, grässliche, haarsträubende, dramatische, traurige Dinge drin. Und die sind, ich kann es kaum sagen, so lustig aufgeschrieben, dass man wirklich laut lachen muss. So etwas in der Art habe ich noch nie gelesen. Das ist makaber, das ist schwarzer Humor vom Feinsten. Das ist trotzdem sehr sensibel geschrieben, auch sehr männlich und kernig. Also es ist ein ganz, ganz großer Lesespaß, den Sie sich nicht entgehen lassen dürfen.